Hallo bei Eurochannel. Das Thema heute: Beckenboden. Und zwar nicht für Frauen, sondern für Männer und auch für junge Männer und was der Beckenboden ist, was er macht und warum sich jedermann dieses Video angucken sollte. Bis gleich. Das heutige Thema ist gar nicht so leicht zu verstehen und viele Männer werden nicht verstehen, was es mit ihnen zu tun hat, denn es geht um den Beckenboden. Den Beckenboden haben nicht nur Frauen, sondern den haben auch Männer. Und der Grund, warum ich dieses Video mache, ist, weil es aktuell seit dem Spätsommer Scharen junger und jüngerer Männer bei mir in der Praxis gibt, die über Schmerzen klagen. Im Hoden, im Penis, in der Harnröhre, in der Blase, im unteren Rücken. Das zieht hier alles hoch, in der Leiste. Und all das hat unter Umständen etwas mit dem Beckenboden zu tun. Doch bevor es losgeht, wäre es super, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, denn bei mir gibt es Informationen direkt vom Facharzt, der täglich mit diesen Dingen umgeht. Der Beckenboden besteht aus verschiedenen Muskellagen und Muskelfaszien. Das sind also Umhüllungen von Muskeln, die sich im kleinen Becken zwischen den knöchernen Strukturen aufspannen. Die Funktion des Beckenbodens zu verstehen ist gar nicht so einfach, denn diese Muskeln ziehen in alle möglichen Richtungen und haben ganz komplexe Aufgaben. Die Grundaufgabe ist klar. Die Organe, die sollen nicht aus dem Körper rauspurzeln, sondern wir brauchen irgendwas, was den Körper abschließt, damit die Organe da auch drin bleiben. Der Beckenboden hat aber auch dynamische Aufgaben. Er zählt zu den sogenannten Core-Muskeln, also dieser Core, wo man weiß, das sind die Bauchmuskeln, die unteren Rückenmuskeln, aber der Beckenboden zählt da auch mit zu und hängt damit auch zusammen. Er hat stabilisierende Aufgaben und vor allem hat er Aufgaben darin, die Dynamik von Bewegungen abzufangen. Man muss sich vorstellen, hier haben wir natürlich einmal die Funktion Wasserlassen und die Funktion Stuhlgang. Und da muss es Strukturen geben, die verhindern, dass bei Bewegung oder auch bei heftiger Bewegung Harn verloren geht oder Stuhl verloren geht. Und dafür ist der Beckenboden da, der mit seinen Strukturen, mit seinen Bändern hier ganz feinfühlig reagiert. Und immer wenn wir uns bewegen, dann reagiert der mit und regelt das alles. Das Problem ist, dass dieser Beckenboden tatsächlich auch überspannt werden kann. Und das ist ein Phänomen, was ich, wie gesagt, in letzter Zeit ganz häufig beobachte, dass Leute mit verspanntem Beckenboden zu mir kommen. Und was der dann macht, das ist Schmerz. Denn dieser Schmerz muss nicht unbedingt im Beckenboden auftreten, sondern der kann irgendwo anders auftreten, wie zum Beispiel im Penis oder im Hoden. Denn man muss sich vorstellen, der Beckenboden ist durchzogen durch Nerven. Und wenn man einen Muskel hat, der sich chronisch verkrampft und chronisch verspannt, dann werden diese Nerven eingeklemmt und diese Quetschung führt dazu, dass wir einen Schmerzimpuls fühlen, und zwar da, wo der Nerv hingeht. Also wenn wir jetzt einen Nerven einklemmen, der in den Hoden geht und der sich nicht so richtig arbeiten kann, dann wird man Schmerzen im Hoden haben, obwohl das Problem eigentlich viel weiter oben liegt. Natürlich geht es bei Schmerzzuständen in der Urologie immer darum, als erstes eine Ursache abzuklären, die auf jeden Fall gefunden werden müsste, bevor man sich auf den Beckenboden stürzt. Das ist zum Beispiel bei jüngeren oder bei jungen Männern, so zwischen 20, 30, 40, das Hodenkarzinom. Und der Hodenkrebs ist da eine häufige Tumorerkrankung. Ich habe dafür auch ein Video gemacht, das kann ich hier einmal verlinken. Das muss auf jeden Fall abgeklärt werden mit der Sonographie. Es muss geguckt werden, ob eventuell Entzündungen vorliegen, eine Nebenhodenentzündung beispielsweise oder einfach nur eine Blasenentzündung oder eine Prostataentzündung. Oder es gibt auch Dinge wie Leistenbrüche. Leistenhernien heißen die auf Fachchinesisch. Das sind also Inhalte des Bauchraumes, die sich durch den Leistenkanal hier in Richtung Hoden zum Beispiel bewegen. Das kann bei schweren körperlichen Belastungen auftreten, dass da ein sogenannter Bruch entsteht. Das geht von alleine auch nicht mehr weg. Das müsste dann eventuell auch operiert werden. Es gibt so Unterarten wie zum Beispiel so eine weiche Leiste, Sportlerleiste genannt, die auch hier Probleme bereiten kann. Und es gibt zum Beispiel auch Dinge wie Bandscheibenvorfälle im Rückenbereich. Wenn also hier da irgendwas im Lendenwirbelsäulenbereich einen Bandscheibenvorfall sich ereignet hat, kann das zum Beispiel auch Hodenschmerzen machen. All das gilt es zunächst auszuschließen, bevor man sich auf den Beckenboden begibt. Und man muss dann auch gewisse Untersuchungen machen, wie zum Beispiel eine Harnstrahlmessung. Man muss gucken, wie arbeitet der Beckenboden bei der Harnstrahlmessung. Da gibt es spezielle Verfahren, da klebt man so ein paar Elektroden dran. Dann kann man sehen, was macht der Beckenboden denn eigentlich so. Denn häufig wird man bei Leuten, die einen Beckenbodenschmerz haben, sehen, wie diese Muskeln sehr viel arbeiten bzw. gar nicht arbeiten, weil sie total verkrampft sind.
Typische Symptome neben Schmerzen sind zum Beispiel auch Harnnachträufeln. Wenn junge Männer in den 20ern kommen und sagen, ich habe da plötzlich Harnnachträufeln, das bedeutet, ich gehe von der Toilette, stehe auf oder gehe weg und auf einmal läuft noch so ein, zwei, drei Tropfen nach, weil das in der Harnröhre liegt, dann weist das darauf hin, dass die Muskeln, die dafür zuständig sind, den Harn rauszudrücken, die kommen kurz hinterm Schließmuskel, die liegen da auf beiden Seiten, dass die schon so verkrampft sind, dass sie dieser Funktion nicht mehr nachkommen können. Denn bei Muskulatur ist es wichtig, dass sie in der gesamten Bandbreite funktionieren kann. Ein Muskel muss sich dehnen können, der muss sich zusammenziehen können. Wenn er das nicht kann, weil er chronisch zusammengezogen ist, dann kann er sich nur in ganz geringem Ausmaße bewegen. Das sieht dann aus wie zum Beispiel eine Muskelschwäche, obwohl es eigentlich eine Muskelstärke ist und hier der Muskel einfach nur total verspannt ist. Solchen Beschwerden darf man auch nicht mit Beckenbodentraining beikommen, denn Beckenbodentraining, das ist ja eine Stärkung der Muskulatur bei schwachen Muskeln, wie man es zum Beispiel nach Geburten bei Schwangeren macht. Aber ein Beckenboden, der total verspannt ist, wenn ich den noch weiter trainiere und noch stärker mache, dann erreiche ich ja genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich erreichen will. Man muss also versuchen, den Beckenboden dahingehend zu trainieren, dass man entspannen lernt. Und das fängt teilweise schon auf der Toilette an. Man muss tatsächlich einige Regeln beachten, wenn man auf die Toilette geht. Das gilt sowohl fürs Wasserlassen als auch für den Stuhlgang. Das erste ist, dass man sich tatsächlich gemütlich hinsetzt. Weil wenn man zum Beispiel irgendwo fremd ist und man hat das Gefühl, ah, vielleicht stecke ich mich hier irgendwo auf der Toilette an und man hängt dann so über der Toilette so halb hockend, das ist so ein bisschen wie so ein Luftkissenboot, Hovering nennt sich das auf Englisch, dann erfüllt der Beckenboden ganz andere Funktionen. Dann muss er auf einmal stabilisieren und kann sich nicht entspannen, wenn dann Wasser gelassen wird oder der Stuhlgang passieren soll. Also man muss sich gut hinsetzen, man muss sich gut entspannen, damit man den Beckenboden entspannen kann, damit sich das alles öffnen kann, damit Wasser gelassen werden kann zum Beispiel. Das andere ist, dass man nicht nachpressen sollte. Man sollte also jetzt nicht versuchen, die letzten Tropfen jetzt auch noch so rauszudrücken oder wenn man hochkommt, dann das Gefühl hat, na, vielleicht ist doch noch nicht so leer, ich setze mich noch mal lieber hin und presse dann richtig. All das überanstrengt den Beckenboden und führt tatsächlich auch dazu, dass hier eine chronische Verspannung auch auftreten kann. Häufig sieht man bei Beckenbodenverspannungen auch Dinge wie Verstopfung oder auch Hämorrhoiden werden gern genommen als Zeichen dafür, dass ein großer Druck aufgebaut wird, der hier dafür sorgt, dass die Muskeln sehr, sehr viel arbeiten müssen und dementsprechend auch verspannt werden können. Ein weiterer Punkt ist, dass man zum Beispiel nicht immer auf Toilette geht, wenn man gar nicht muss. Man sollte also auf die Toilette gehen, wenn man Wasser lassen muss und nicht prophylaktisch, weil hier das ein oder andere ansteht. Vielleicht eine Ausnahme, wenn man Auto fährt, sollte man vorher die Blase entleeren, denn eine volle Blase kann bei einem Autounfall reißen. Da wird ein Druck über den Gurt ausgeübt auf die Beckenregion, auf die Unterbauchregion und wenn die Blase voll ist, kann die tatsächlich auch mal reißen. Deshalb ist es beim Autofahren, einzige Ausnahme, besser mit einer leeren Blase zu fahren. Ansonsten sollte man immer versuchen, nicht unnötig auf die Toilette zu gehen. Man sollte auch versuchen, die Blase zu bewegen. Und das kriegt man am besten hin, indem man regelmäßig trinkt und regelmäßig auf die Toilette geht. Es ist vollkommen normal, und das sollte man auch anstreben, dass man über Tag so 6 bis 8 Mal die Toilette aufsucht, damit die Blase die Möglichkeit hat, sich zu füllen und ihre Funktion zu erfüllen. Wenn man zum Beispiel nicht viel trinkt, weil man nicht so gern auf Toilette gehen möchte und dann die Blase nicht richtig bewegt, kann das auch zu gewissen Problemen führen. Was man noch bei Beckenbodenproblemen sehen kann, zum Beispiel auch bei jüngeren Männern, ist neben dem Harnnachträufeln auch eine Restharnbildung. Wenn also die Blase sich nicht vollständig entleeren kann, obwohl in dieser Altersgruppe überhaupt gar keine Ursachen vorliegen, die das anders erklären würden, wie zum Beispiel eine vergrößerte Prostata, die erst später im Leben auftritt, oder andere Dinge, die dazu führen, dass die Blase sich nicht richtig entleeren kann, wie zum Beispiel eine Harnröhrenenge. Die Untersuchung des Beckenbodens geschieht mit einer Tastuntersuchung und teilweise auch mit Harnflussmessungen, diesem sogenannten Beckenboden-EMG, wo man Beckenbodenaktivität auch messen kann. Und hier achte ich bei der Untersuchung immer darauf, sogenannte Triggerpunkte zu finden. Triggerpunkte, das sind Punkte in der Muskulatur, die verhärtet sind und bei Berührung wehtun. Triggerpunkte im Beckenbodenbereich sitzen typischerweise im Bereich der geraden und schrägen Bauchmuskulatur, also hier unten zum Beispiel wäre so ein typischer Punkt für einen Triggerpunkt, wenn man da drauf drückt, dass es da weh tut. Weitere Punkte sind im Beckenbodenbereich, wenn man am Damm drückt und natürlich auch, wenn man im Rektum, also im Enddarm mit dem Finger tastet und die Beckenbodenmuskeln von innen austastet, da kann man auch öfter mal Triggerpunkte finden. Wenn ich da drauf drücke, wird der ganz typische Schmerz ausgelöst, den die Leute mir dann beschreiben in der
Anamneseerhebung. Therapeutisch glaube ich, dass man dem Ganzen nur über ein multimodales Konzept beikommen kann. Und das muss aus zwei Komponenten bestehen. Die erste Komponente ist, den Schmerz möglichst schnell zu beseitigen. Die zweite Komponente besteht darin, dass man den Schmerz so beseitigt, dass er auch wegbleibt. Und das ist also eine kurzfristige und eine langfristige Strategie. Für die kurzfristige Strategie bewährt sich bei mir mehr und mehr die Triggerpunktbehandlung über Stoßwellentherapie, wo über ein forcierter Stoß, der elektromagnetisch bei mir in meinem Gerät erzeugt wird, der Triggerpunkt angesteuert wird über einen Applikator. Das tut ein bisschen weh, ich stelle es dann so ein, dass es erträglich ist. Und auf diese Art und Weise löst sich die Verspannung, der Triggerpunkt löst sich auf und dadurch löst sich der Schmerz. Ich denke aber, dass hier zusätzliche Therapieformen dazukommen müssen. Und zwar empfehle ich allen Beteiligten immer Yoga, weil Yoga sehr stark den Beckenboden auch mitbeteiligt und es geht darum, den Beckenboden in seiner Gesamtheit zu bewegen. Der soll sich zusammenziehen können, der soll sich entspannen können. Beim Yoga wird sehr stark auf die Ausführung, auf die Körperpose geachtet, dass man korrekt sitzt oder korrekt steht. All das spielt beim Yoga eine große Rolle und trägt dazu bei, eine muskuläre Balance wiederherzustellen. Physiotherapie. Bei Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, die sich mit dem Beckenboden auskennen. Osteopathie kann eine gute Möglichkeit sein. Je nachdem, wo der Schmerz sitzt, kann man auch medikamentös behandeln. Beispielsweise kann man Alpha-Blocker versuchen, die selektiv die Muskulatur im Blasenhalsbereich entspannen. Und manchmal ist das tatsächlich der Trick, den man braucht, um sofortige Erleichterungen herzustellen, weil es da eine leichte Verspannung gibt. Wenn sich das entspannt, ist das mehr oder weniger sofort über Nacht weg mit so einem Alpha-Blocker. Kommt natürlich wieder, wenn man einen Alpha-Blocker weglässt. Deshalb ist eine langfristige Therapiestrategie aus meiner Sicht sehr, sehr notwendig. Ich hoffe, das waren ein paar Informationen. Postet gerne Kommentare, Fragen, ich beantworte die gerne. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss und auf Wiedersehen.